Hallo, liebe Wohnmobilfreunde, hier ist der Guido von GNSTV. Wir haben in dieser Woche zwei große Deadlifts bei uns in der Werkstatt XLI Premium. Und ja, die bekommen beide das Dach voll Solar, also jede Menge Solarplatten werden verarbeitet. Wir haben ja diese Woche wieder kurze Woche, am Donnerstag ist ja Feiertag, Freitag ist Brückentag, bei vielen, bei uns nicht, wir müssen durcharbeiten. Ja, Lithiumbatterien werden verbaut, die neuen GNS-Lithiumbatterien, ja, und da warten ja auch einige von euch noch auf Unterlagen, da müsst ihr ein bisschen entschuldigen, dass das so lange gedauert hat. Da war ich selber ein bisschen mit in Verzug, also dafür sorry, hole ich aber alles nach, ist versprochen. Ja, Leitungen werden erneuert, ja, Batteriebänke, wie gesagt, erneuert, Solarregler werden getauscht und so weiter. Ja, das wird eine anstrengende Woche. Ja, der VW Bulli, der wird auch fertig mit den Flexplatten auf dem Dach als Solaranlage. Da freue ich mich auch, wenn ich euch den jetzt präsentieren kann. Ja, da wünsche ich euch viel Spaß bei meinem neuen Video. Also, hier steht der erste Deadlift, Globetrotter XLI Premium. Ne, das ist echt ein tolles Wohnmobil. Der bekommt 550 Watt Solar am Dach, der bekommt zwei neue GNS-Lithium-Batterien, diverser Kabelaustausch und Zubehör. Ja, hier den Bus, den Bulli, kennen wir ja schon, der ist auch heute fertig. Der hat ja Flex-Solarmodule bekommen. Ja, dann steht der nächste Deadlift hier, auch ein XLI Globetrotter. Ja, der bekommt auch 660 Watt und Regleraustausch und Batterien und mein Gott, was alles. Ja, da haben wir die Woche zu tun. Wir haben ja Brückentag diese Woche. Donnerstag ist ja Feiertag, aber da arbeiten wir durch. Ne, ich sag nochmal hier die Solaranlage für den Bulli. Ne, oben die Flex-Module, 3 Stück, 120 Watt. Also diese Woche wieder sehr viel mit Solar und ich hatte ja eben schon erwähnt, dass ich euch viel Spaß mit meinem neuen Video wünsche. Das machen wir jetzt. Da gehen wir uns jetzt mal an die Arbeit. Ja, bis später mal. Ja, noch ein paar Informationen zu unserem Flexmodul. Hier, da habe ich ja die Flexmodule von SunPower im Programm. Die haben das Stück 110 Watt bzw. 120 Watt. Das kommt immer darauf an, welche Baureihe das ist. Aber das sind unsere flexiblen Module. Die kommen aus dem Hause SunPower mit der bekannten Blechkontaktzelle, natürlich lötstreifenfrei. Die nutzen wir natürlich für den Bulli. Habe ich euch ja schon gezeigt. Er hat ja 3 Stück da drauf. Das sind die 120er. Die haben dann insgesamt, hat der Bus 360 Watt Solar auf dem Dach mit Flexmodul. Dem kannst du natürlich keine gerahmten Module aufs Dach legen. Das ist klar, weil das sieht ja optisch nicht so schön aus. Deswegen nehmen wir da die Flexmodule. Da haben wir eins mehr genommen, als der braucht. Also normalerweise bräuchte der 2 gerahmte Module. Da die Flexmodule aber aufgeklebt sind und dicht so eine tolle Hinterlüftung oder schöne oder zweckmäßige Hinterlüftung haben, haben wir eins mehr genommen und somit fangen wir den Minderertrag wieder auf. Das funktioniert sehr gut. Die Module leisten ihren Teil dazu, das Fahrzeug autark zu machen. Ja, der Globetrotter bekommt natürlich gerahmte Module, ist ja klar. Aber so ein Bus, der ist natürlich dann auch optisch sehr schick unterwegs. Da blende ich euch das jetzt mal ein, wie das aussieht auf dem Dach. Oder habe das auch schon gezeigt, glaube ich, aber ich mache es nochmal. Ja, das wollte ich mal zu den Flexmodulen sagen. Und dass wir hier die Vans machen, ist ja auch klar. Da gehen viele nicht ran, weil das denen zu viel Arbeit ist oder in den engen Räumen. Und ja, die Plastikteile gehen schnell kaputt, wenn du sie abmachst. Also da musst du schon wissen, was du tust. Ja, aber diese Vans sind natürlich in den letzten Jahren sehr stark gekauft worden und sind auch voll im Trend. Ja, und ich finde, so ein Auto muss nicht ohne eine Solaranlage durch die Gegend fahren, schon mal gar nicht ohne einen Wechselrichter. Das ist bei dem so. Und da freue ich mich auch schon, wenn er fertig ist heute Abend. Und dann kann ich den auch mal im Detail zeigen. Ja, hier bei dem VW-Bus Club Joker von Westfalia. Da haben wir jetzt die Solaranlage auf dem Dach fertig.
Der bekommt jetzt noch die Innenverdrahtung. Die Batterie bleibt erstmal drin. Der Kunde möchte noch keine Lithium, weil die noch relativ neu ist, auch vollkommen okay. Ja, die kann man auch erstmal aufbrauchen, das ist gar kein Thema. Ja, hier liegt Wechselrichter 1200 Watt, reiner Sinus von Votronic, den gibt es auch 1200, normal nehmen wir ja immer nur den 1700, aber da ist in dem Auto kein Platz für. 1200 Watt, da kriege ich auch schon eine Kaffeemaschine mit, da kann ich auch einen Föhn laufen lassen, da kann ich alle Laptops laden, alle Handys, alle iPads. Da kann ich sogar einen Fahrradakku laden, wenn ich den hier untergebracht kriege in dem Fahrzeug. Das ist bis 1200 Watt gar kein Problem. Oder alle Küchengeräte bis 1200 Watt. Ja, der bekannte Votronic Solarregler, MPPT für die Anlage. Ja, die Innenverdrahtung machen wir jetzt noch eben. Das ist das Auto heute Abend fertig. Und dann freue ich mich schon, wenn ich den vorführen kann. Ja, ich muss hier mal eben die Arbeit unterbrechen. Ich bekomme hier dauernd WhatsApp geschickt von Kundschaft. Daniela und Andreas sind mit ihrem Hümer in Urlaub gefahren. Die sind jetzt in Österreich, haben strahlend blauer Himmel, die Sonne scheint. Wir haben jetzt kurz nach 8 und ich habe jetzt schon, keine Ahnung, 10 WhatsApp-Fotos bekommen mit einem Screenshot der Votronic-App, wo also zu sehen ist, wie viel Solarstrom schon in die Batterien fließen, in die GNS-Lithium-Batterien. Ja, wie gesagt, wir haben kurz nach 8, also da war ich jetzt selber überrascht. Ich blende das mal ein, das machen wir zwischendurch einfach mal. Das machen die zwei ja auch nicht einfach so. Und ich danke euch natürlich dafür. Ja, euch einen schönen Urlaub noch. Habt Spaß mit der neuen Solaranlage, mit den neuen Lithiumbatterien, mit dem Wechselrichter. Und haut mal so richtig auf die Kacke, was Stromverbrauch angeht. Weil ihr könnt das jetzt, wie sage ich immer, da kannst du deinem Nachbarn noch Strom mitgeben. Also viel Spaß euch zwei. Und bis später. Hallo, wir sind Daniela und Andreas aus dem Sauerland, fahren dort unten den Hümer. Wir stehen hier im Montafon am Zeinissee auf dem kleinen, süßen, schnuckeligen Campingplatz und sind mit Freunden da. Wir haben im letzten Monat bei GNS-TV oder Reisemobiltechnik, GNS Reisemobiltechnik, unsere Solaranlage erweitern lassen um zwei Solarplatten. Das heißt, wir haben jetzt 440 Watt und haben einen zweiten MPPT-Regler dazu bekommen. Also das heißt, wir haben jetzt zwei MPPT-Regler und die versorgen unsere neuen Lithium-Batterien. Das ist die Eigenmarke von Guido. Wir sind jetzt hier hingefahren, um das mal ein bisschen zu testen, um die mal ein bisschen zu belasten. Also so richtig, wie es eigentlich in einem Urlaubsbetrieb laufen sollte. Und die dementsprechenden Screenshots, die wird der Guido dazu noch einspielen. Ich melde mich später nochmal einmal wieder. Tschüss. Ja, der Peter ist auch wieder beschäftigt. Hallo Peter. Hi Guido. Ja. Ja, heute ist irgendwie Kunden- und WhatsApp-Tag. Ich hatte ja heute Morgen schon von Andreas und Daniela aus Österreich verschiedene Fotos bekommen und Sprachnachrichten wegen der Solaranlage. Habe ich euch ja eingeblendet. Ja, jetzt hat mich Walter mit Frau angeschrieben, mir Fotos geschickt. Ja, die haben was bei Facebook gepostet, auch heute alles. Wie gesagt, Zufall, aber wenn ich schon mal dabei bin, nehme ich das mal mit in den Film auf. Ja, der Walter und die Daniela, die haben auch eine Solarweiterung bekommen und auch Lithiumbatterien von Super B. Die lassen sogar einen kleinen Backofen laufen, für Brötchen aufzubacken und sind da begeistert, wie das funktioniert, im Gegensatz zu vorher. Die hatten vorher Gelbatterien und AGM, da hat das nie so funktioniert. Ja, die Fotos, die blende ich euch natürlich auch noch ein, ist ja klar. Und ja, die zwei sind jedenfalls begeistert. Wir wünschen euch, Walter und Daniela, eine schöne Deutschlandtour, denn die machen das gerade. Wir sehen uns, glaube ich, Ende des Monats für einen Termin nochmal, um eine Kleinigkeit noch zu erledigen. Ja, da freue ich mich auch schon drauf, euch zu sehen. Bis dahin, wie gesagt, euch einen schönen Urlaub und wir machen so lange mal hier in der Werkstatt weiter. So, ich bin jetzt hier oben im Schlafgemach von dem Westfalia, ne, in dem Hubdach hier. Ne. Das haben wir ja von außen gesehen, wie das aussieht. Dahin kommt das Kabel durch die Decke von der Solaranlage.
Hier habe ich schon Verkleidungen abgebaut, ne, dass man das mal sehen kann. Hier sind überall Hohlräume. Wie gesagt, die muss man kennen. Ja, an der Innenseite haben wir schon Verkleidungen abgebaut. So, und da ziehe ich jetzt das Kabel durch, damit man auch das Hubdach nachher noch hoch und runter senken kann, ohne das Kabel zu beschädigen. Ja, so sieht das hier oben aus. Ja, hallo, das war ein anstrengender Tag. Der eine Deadlift ist so gut wie fertig. Der VW Bulli, der ist auch so gut wie fertig oder ist fertig. Den zeige ich euch demnächst nochmal etwas umfangreicher. Ja, das war heute der Tag in der Werkstatt. Ich muss jetzt noch privat einige Dinge erledigen. Ja, da steht noch auf dem Programm Altenheim für meine Mutter. Ja, und einige andere Dinge, die da noch erledigt werden müssen. Ja, ich hoffe, mein kurzes Infovideo hat euch wieder gefallen. Daumen nach oben. Da würde ich mich drüber freuen. Und ja, die... Moment, jetzt muss ich mal eben hier am Zebrastreifen gucken. Ja, die Videos mache ich ja normalerweise nicht, aber heute war so wenig Zeit. Da mache ich das mal aus dem Auto raus. Ja, abonniert bitte meinen Kanal, damit ihr hier nichts verpasst. Ihr werdet ja immer informiert, wenn es was Neues gibt. Bis dahin, wie immer, alles Gute für euch. Euer Guido von GNS TV.